Geschwindigkeit hat immer schon eine unglaubliche Faszination auf die Menschen ausgeübt, vor allem dann, wenn es möglich wurde, mithilfe externer Kräfte und technischer Errungenschaften höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, als die Natur dem Menschen eigentlich zugesteht. Deshalb war das Fahren im Wagen schon in der Antike ein Symbol für die Macht und Bedeutung und Stärke des Herrschers. Denn nur wer es schafft, den Zugtieren seinem Willen aufzuzwingen und sie umsichtig zu lenken, kann auf diese Art Raum und Zeit überwinden. So haben sich die Herrscher der Antike gerne im Wagen ihrem Volk gezeigt und sie haben sich so auch darstellen lassen. Auf diesen Darstellungen sehen wir, dass sie wunderschöne Streitwegen verwendet haben, die auch künstlerisch verziert waren, wodurch die Bedeutung des Insassen natürlich noch einmal besonders betont wurde. Daneben war es aber auch in der Antike schon so, dass das Fahren eine sportliche Herausforderung war. Es gab richtige Wagenrennen und die Männer, die bei diesen Rennen gefahren sind und dort gesiegt haben, die waren damals so etwas wie internationale Stars und echte Helden. All das haben auch die Herrscher aus dem Hause Habsburg für sich zu nutzen gewusst. Das beginnt schon sehr früh mit Kaiser Maximilian I., der um 1500 so etwas wie der erste PR-Profi der europäischen Geschichte war. Er hat keinen geringeren als Albrecht Dürer einen prächtigen Triumphzug designen lassen, der in Form riesiger Druckgrafiken, sozusagen Vorläufer der heutigen Plakate, in ganz Europa verbreitet wurde und Maximilians Image als wichtiger Herrscher sehr, sehr anschaulich dargestellt hat. Auch Maximilians Nachfahren haben sich gerne gottgleich in der Kutsche durch die Wolken fahrend darstellen lassen. Manche haben sich sogar als Gott Helios im Sonnenwagen verewigen lassen und wieder andere haben sich als römische Imperatoren im Streitwagen gezeigt. Auch im wirklichen Leben haben die Habsburger natürlich prächtige Kutschen besessen. Man darf nicht vergessen, dass damals die Kutsche das Einzige war, was das Volk vom Herrscher zu sehen bekommen hat und deshalb waren diese Kutschen so wichtig. Sie wurden von Architekten entworfen, Bildhauer haben wunderbare Schnitzereien gemacht, Maler haben prächtige Allegorien auf die Paneele gemalt, die die Tugenden des Herrschers verherrlicht haben und so entstand ein richtiges Gesamtkunstwerk, das für das Volk natürlich wahnsinnig eindrucksvoll war und das die Macht des Herrschers wirklich wunderschön darstellen konnte. Solche Kutschen wurden natürlich von Kutschern gefahren, aber den Habsburgern hat es auch Spaß gemacht, selbst zu fahren und dabei natürlich auch schnell zu fahren und sie hatten reichlich Gelegenheit dazu. Einerseits gab es die sogenannten Karusselle, das waren Turniere vom Wagen aus, wo die Herren in Kutschen gegeneinander angetreten sind und ihre Geschicklichkeit unter Beweis gestellt haben. Bei uns in Österreich gab es ja auch im Hause Habsburg eine sehr bedeutende Herrscherin, Maria Theresia, und sie hat interessanterweise genau das auch selbst mit ihren Hofdamen gemacht, um zu zeigen, dass sie diese männlichen Herrschertugenden des Führens und des Beherrschens genauso gut intus hat wie ihre männlichen Vorfahren und Kollegen. Auch die Jagd bot Gelegenheit, Kutschen selbst zu lenken, auch da gibt es wunderbare Darstellungen, die uns zeigen, dass selbst die Damen in der Barockzeit gerne in ihren Rokoko-Gewändern schnelle, wendige Fahrzeuge durchs Land gelenkt haben, wenn sie auf der Jagd gewesen sind. Dann gab es Schlittenfahrten, wo sich der Hof in prächtigen, wie Skulpturen gearbeiteten Schlitten dem Volk gezeigt hat. Da ist man zuerst gemächlich durch die Straßen der Stadt gefahren, aber dann ist man aus der Stadt hinausgefahren und da gab es kein Halten mehr. Da haben die Herren dann richtige Verfolgungsjagden gemacht, haben sich gegenseitig überholt. Da war man richtig schnell unterwegs. Da gab es auch Unfälle, Verletzte, die Schlitten wurden beschädigt, aber es hat unglaublichen Spaß gemacht. Um 1800 gab es dann einen großen Quantensprung in der Fahrzeugtechnik. Das war überhaupt eine Zeit, in der sich in Europa sehr viel verändert hat, auch gesellschaftlich. Es gab viel mehr Menschen, die Kutschen verwenden durften und Kutschen besessen haben. Und es gab eine Vielzahl neuer Fahrzeuge, die immer schneller wurden. Das hatte vor allem zwei Gründe. Einerseits hat man begonnen, die Straßen, vor allem die Straßen der Städte, zu pflastern, was viele neue Möglichkeiten geboten hat. Und andererseits wurde die Edelstahlproduktion wesentlich verbessert. Und was für Möglichkeiten da entstanden sind, das sehen wir sehr schön an der Rennkutsche von Kaiser Franz I. aus dem Jahr 1814. Da sehen wir, dass mit diesem neuen Stahl ein ganz filigranes, hohes Fahrgestell gebaut werden konnte, natürlich komplett vergoldet, das mit ganz edlen Stahlfedern versehen ist, sodass es einerseits sehr schnell war, andererseits aber auch sehr sicher und sehr bequem.
Der Kaiser ist mit diesem Sportfahrzeug auf den Straßen Wiens unterwegs gewesen, aber auch in den Parks der Stadt. Er hat ihn immer selbst gelenkt. Er ist zweispännig gefahren und er konnte mit diesem Fahrzeug die für damalige Verhältnisse enorme Geschwindigkeit von 16 Stundenkilometern erreichen. 100 Jahre später war man da allerdings viel, viel weiter. Inzwischen hatte ja das Motorzeitalter begonnen. Um 1900 hatten die Habsburger schon zahlreiche Benzinautomobile, von denen sich eines auch erhalten hat. Es ist der sogenannte Kaiserwagen, der 1914 gebaut wurde. Er hat bereits 45 PS und konnte die wirklich beachtliche Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern erreichen. Zugleich ist er aber in seiner optischen Erscheinung genauso edel und raffiniert gestaltet wie die Kutschen der Zeit. Nochmals 100 Jahre später ist alles ganz anders geworden. Die uralte Vielvölkermonarchie der Habsburger ist 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zugrunde gegangen. Danach hat sich im 20. Jahrhundert die europäische Gesellschaft vollkommen verändert und auch die Technik hat heute ganz andere Möglichkeiten, von denen man vor 100 Jahren nicht einmal hätte träumen können. Ferdinand Habsburg, der Urenkel des letzten Kaisers, ist Rennfahrer und meines Wissens ist er der erste Rennfahrer, der die Idee hatte, seinen Rennwagen von Künstlern designen zu lassen. Das ist sehr spannend, denn damit steht er, ohne dass es ihm bewusst war, natürlich direkt in dieser ganz, ganz langen Tradition seiner Vorfahren. Das Schweizer Künstlerinnen-Duo Lang und Baumann hat für dieses Auto ein wunderbares Design geschaffen, abstrakt und stromlinienförmig, das sehr geschickt damit spielt, wie sich unsere Wahrnehmung durch Bewegung und Geschwindigkeit immer wieder verändert. Und so ist es ihnen gelungen, dieses uralte Beziehungsgeflecht zwischen Macht, Kunst und Geschwindigkeit in die Formensprache unserer Zeit zu übersetzen.